Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Schlüter, es waren eben zu viele Konjunktive in einem Satz, den Sie vorhin gebraucht hatten. Womöglich in eventuell falls, und dann wollen Sie sich noch den Kulturhaushalt anschauen. Schauen Sie sich bitte genauer in dieser Stadt um und nehmen Sie bitte die Kulturlandschaft Berlins nicht nur fragmentarisch zur Kenntnis. Den Weichzeichner auf dem Objektiv, den Frau Kollegin Lange gebraucht hat, den kann man guten Gewissens nicht benutzen. Frau Lange, Sie wissen es, die Welt ist nicht so schön, nicht so pastös gemalt, wie Sie es dargestellt haben. Wir haben ganze Segmente, die unter erheblichen Problemen leiden. Ich sehe auch den Anlass, der die Piratenfraktion hier umgetrieben hat, diesen Antrag vorzulegen. Aber mit Verlaub, Herr Magalski, ordnungspolitisch ist er ziemlich unsinnig. Weil es stimmt tatsächlich, die Finanzierung der Kultureinrichtungen ist im Haushaltsplan geregelt. Sie schlagen Wirtschaftspläne vor für bestimmte Krisenmomente. Ja, aber ab einer gewissen Größe der Institute ist ein Wirtschaftsplan zwingend. Dass diese Wirtschaftspläne allerdings, und jetzt kommen wir auf Ihr Problem, häufig eher in dem Bereich der Märchenbuchsammlung der Staatsbibliothek gehören, als einem Realitätstest standzuhalten, das ist durchaus, Herr Peimert hat uns das vor einiger Zeit sehr schön geschildert, der leidet nun nicht so dolle Not, aber er hat das schön beschrieben, das ist nun eher Forderungen der Senatsverwaltung für Finanzen, respektive der Koalitionsmehrheit im Hauptausschuss zu danken, dass die diesen Zustand haben, also nicht aufgehen können. Eine Kultureinrichtung ist entweder ausreichend finanziert oder sie ist es nicht. Ist sie es nicht, muss ihre Zuwendungssumme korrigiert werden. Ganz einfach, ganz, ganz banal. Und aber natürlich, Herr Schneider, wenn Ihre Kolleginnen und Kollegen und auch Sie selbst sich bei den diversen Haushaltsberatungen nicht verhalten würden wie die berühmten heiligen Affen, dann hätten wir einen anderen Zustand, dann hätten wir einen anderen Zustand unserer Etats, auch im Kulturbereich. Und ich fürchte, Herr Schlede, bei allen Versprechungen, die Sie hier machen, man muss mal über den Kulturhaushalt reden, Sie werden sich in der nächsten Runde wieder genauso verhalten wie in der letzten. Augen zu, Ohren zu, Nase zu, Mund zu, Hände fesseln und nun lasst mal die Oppo quatschen. Wir machen. Sie machen eben nichts. Sie lassen weiterhin diese Talfahrt zu und das ist einfach mal erbärmlich. So, selbstverständlich kann eine Einrichtung in Not geraten und dann muss man helfen. Pardon, Herr Magalski, das geschieht auch. Das geschieht auch. Es wird konkret geholfen. Die Kudammbühnen gerieten in Not, ihnen wurde geholfen. Das Schlossparktheater geriet in Not, ihm wurde geholfen. Hans Wurst geriet in Not, ihm wurde nicht geholfen. Die spielen nur für Kinder. Da war ein Ankauf nicht möglich. Ja, Sie wissen das, Herr Schlede, Sie waren da, Sie kennen auch die Zahlen. Das war einfach mal ein ganz, ganz erbärmliches Versagen des Berliner Senates. Ich setze fort. Für dieses Arno-Breker-Gedenkatelier, Bernhard-Heiliger-Stiftung, da war auf wundersame Weise eine ganze Menge Geld da. Die Galerie M geriet in Not, naja gut, nein, liegt im Osten, die ist inzwischen abgerissen. Das Haus am Waldsee, okay, in unserem schicken Zehlendorf müssen wir aufpolieren, nichts gegen die Arbeit, die Frau Blomberg da leistet, ich bewundere die. Aber da waren die Mitte da, für andere nicht, machen wir es eine Nummer größer. Egal, was unsere tolle Stiftung preußischer Kulturbesitz umtreibt, dafür ist das Geld da. Aber das kleine, bescheidene Bauersarchiv mit einer weltweit einmaligen Sammlung darf hier um jede 10.000-Euro-Größe kämpfen. Und ich bin gespannt, naja, inzwischen verhandeln Sie ja mit dem Bund, Herr Renner, das finde ich ganz toll. Ich hoffe, erfolgreich. Ich hoffe, sehr erfolgreich. So, Fazit. Wann immer in Berlin darbenden Kultureinrichtungen, Künstlerinnen und Künstlern geholfen werden will durch den Senat, kann auch geholfen werden. Und der macht es dann auch. Die Frage ist, warum macht das bei anderen nicht? Da stimmt etwas nicht. Die Tücke liegt ja tatsächlich im System. Der Antrag der Piraten ist gut gemeint, aber er verhilft nicht wirklich zu einer Lösung. Und pardon, Herr Kollege Delius, dem Kultursenator eine weitere schwarze Kasse zu verpassen, das möchten wir nicht. Das möchten wir nicht. Vor einigen hundert Jahren verstieß ein nicht ganz unberühmter König gegen das Etatrecht des Parlaments. Es war Karl der Erste aus dem Hause Stuart, der landete auf dem Schafott. So. Jetzt sind Sie es, die eigentlich mit Ihrem Antrag versuchen, das Etatrecht des Parlaments einzuschränken. Das geht nicht. Ich verstehe Ihren Ansatz, aber es ist die falsche Lösung. Es ist die falsche Lösung. Ja, na sicherlich. Aber bitte,
das ist der falsche Weg, glauben Sie es mir. Wir müssen da ganz anders ran und ich stimme Frau Banger zu, die gesamten Strukturen dieses Kulturhaushaltes der Berliner Kulturpolitik stimmen von hinten bis vorne nicht. Und bis jetzt hat seit gut 2 Jahren die Koalition jede Diskussion über kulturpolitische Leitlinien, über die Prämissen, die sie setzen möchte, verweigert. Und da geht es eigentlich los. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.